Nico, wie schaust denn du aus? Ich bin verheiratet. Weißt du, es ist wurscht, wie man ausschaut. Nobel, nobel. Wie ist denn das schon wieder? Hier geht's zu wie in ein Stundenhotel. Erinnere mich nicht daran. Wunderpunkt. Hallo, Nico. Ah, du bist auch da. Was hat die Walli? Probleme wegen der blöden Hütte. Kann ich helfen? Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Stundenhotels. Echt? Super. Ich bräuchte einen Käufer, muss auch kein echter sein. Ich überlege mir was, aber nicht gratis. Bring du einen Käufer, dann lasse ich mir was einfallen. Oh, hallo allerseits. Was machst du hier? Ich wohne hier. Vorübergehend. Das trifft sich gut. Wir haben ein Problem. Eines, viele. Sie haben den Georg rausgelassen. Nein. Doch. Die Dings, die Indizien haben nicht gereicht. Und was jetzt? Wie dumm ist die Polizei eigentlich? Ich meine, wenn man denen einen anonymen Hinweis gibt, dann sollte man doch davon ausgehen können, dass die alles auf den Kopf stellen. Spätestens dann hätten sie genug von diesen Dings, Indizien gehabt. Also diese Ignoranten, die waren gerade mal 2 Stunden da. Und was jetzt? Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss eben der Berg zum Propheten. Welcher Prophet? Seit wann bist du gläubig? Die Polizei. Ich meine die Polizei. Wo ist die Mordwaffe? Und wo ist das blutige Gewand von Marie und Georg? Ja genau, wo ist denn das eigentlich? Na, im Garten, vergraben neben dem Geräteschuppen, wie vereinbart. Na also, dort. Ja, aber schaut das nicht blöd aus, wenn dann gleich wieder ein anonymer Hinweis kommt? Ich meine, wenn die checken, dass da ein Plan dahinter steckt. Ja, dann sind wir alle dran, wegen Beihilfe zum vorgetäuschten Mord oder Verarschung der Polizei oder was weiß ich, wie die das nennen. Das also ich gehe nicht mehr ins Gefängnis. Und du tust wirklich alles, dass das nicht passiert. Ich habe den Jörg aus Liebe geheiratet, wenn du das meinst. Ja, genau. So wie ich den Schnitzler, beinahe. Wie wär's, wenn ich morgen im Garten ein bisschen rumgrabe und zufällig auf das Zeug stoße, dann bring ich den Berg zum Propheten. Super Idee. Super Plan. Es ist gar nicht so leicht, jemanden hinter Gitter zu bekommen, für was er gar nicht gemacht hat. Echt? Ich habe gedacht, du hast Erfahrung damit. Wie meinst du denn das jetzt? Du weißt doch, wie man Unschuldige hinter Gitter bringt. Wovon redest du, Walli? Vanessa, das ist eine Sache zwischen der Nico und mir. Walli, ich... Was? Ich weiß doch, dass du auf mich geschossen hast und nicht der Jörg Butschädel. Ja, aber das war ein Unfall, das wollte ich doch nicht. Das weiß ich. Aber warum hast du es mir nicht einfach gesagt? Ja, vielleicht, weil ich eine feige Sau bin. Okay. Vielleicht habe ich Angst gehabt, dass du mich dann nicht mehr magst. Wer sagt, dass ich dich hier gemocht habe? Ausziehen. Wieso? Das ist ja, die Stiefel an sind total dreckig. Und was mache ich damit? Ja, wurscht. Was die Sachen? Ja. Ach, bitte, es ist grauslich. Arme Maria. Hm.